Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin mal wieder bei Thomas. Jo. Ja, und wir haben euch was mitzuteilen. Ihr habt wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und erzählen mal ein bisschen was Genaueres dazu. So, ich mache mal hinter uns zu, sonst haben wir wieder Leute hinterstehen, die wir nicht mehr brauchen. Genau. Ist Feierabend jetzt, ne? Tja. Tja. Was haben wir euch mitzuteilen? Was hast du mitzuteilen? Ich werde mich verändern. Oder wir werden uns verändern. Das Gebäude, wo wir drinnen sind aktuell, soll verkauft werden. Okay. Dementsprechend habe ich mir was Neues gesucht. Wir werden uns zwangsweise einen Ticken verkleinern. Okay. Wird von der Anlage her nicht viel kleiner, aber anders. Und wie gesagt, wir gehen einfach mal hier durch. Genau, schauen wir uns jetzt mal an, was dann jetzt hier noch am Start noch ist. Dann haben wir nochmal einen Bestand. Eigentlich wollten wir jetzt so im Ende des Sommers eine 25-Jahre-Party steigen lassen. Aber dank Corona und allen anderen Umständen haben wir das natürlich platzen lassen jetzt. Ja. Wir sind jetzt seit 25 Jahren auf dem Markt. Selbstständig, mache das schon länger. Ich mache es seit 35 Jahren im Geschäft, aber okay. Bin jetzt seit 25 Jahren selbstständig. Wollte eigentlich so schnell nicht mehr umziehen. Wie sagt man, es kommt immer anders und als man denkt, oder wie? Ja, das gibt so ein Sprichwort, erstens, ne? Erstens anders und zweitens als man denkt, ja. Ja. Es hat sich halt so ergeben, dass das Gebäude, in dem wir uns eingemietet haben, verkauft wird. Also hier die Halle. Das ist ein Freund von mir. Wir sind auch nach wie vor befreundet, also deswegen müssen wir zwangsweise umziehen. Wir haben Gott sei Dank auch schon was Neues gefunden. Also wir können uns, sagen wir mal, nahtlosen Übergang schaffen. Wir können jetzt hier nochmal bei dir durch den Laden laufen. Du kannst dir mal sagen, was du vielleicht noch loswerden willst jetzt. Also wie gesagt, an Altlasten vom Umzug. Wir werden das komplette Sortiment, was wir jetzt haben, werden wir weiter beibehalten. Mhm. Wir wollen eventuell das Sortiment wieder noch sogar noch erweitern. Okay. Also was die Marken angeht, wir haben momentan Eheim, wir haben JBL, wir haben Amtra, das ist in der Flagship Store. Wir haben Daytime und so weiter, Tunze, also das wird nach wie vor, wir werden also sowohl Süßwasser und Seewasser im Sortiment behalten. Okay. Es wird alles bleiben, wie es die ganze Zeit war, es wird nur anders strukturiert. Ja, das können wir dann in den folgenden Videos dann nochmal zeigen. Das können wir dann alles noch zeigen. Es werden eventuell ein, zwei neue Marken dazukommen, was vielleicht die Scaper und die Süßwasser-Aquarianer, sag ich jetzt mal, begeistert. Da kann man vielleicht noch ein bisschen aufweiten, die ganze Geschichte. Mhm. Was ihr hier seht, was wir momentan dastehen haben, wird also so, wie es momentan da ist, bleiben. Also von den Marken her, Amtra, JBL und so weiter. Sera und so weiter bleibt komplett im Programm. Wir werden uns von ein paar Artikeln trennen müssen, die wir einfach vom Platz her nicht mehr unterbringen, wo wir einfach dann als Bestellware anbieten müssen, weil es einfach vom Platz her nicht mehr funktioniert. Also wir werden uns den Luxus nicht mehr leisten können, von einer Marke die komplette Range zu zeigen, sondern es wird wirklich nur noch ausgewählte Becken geben. Es wird halt dann im Endeffekt ein Becken von, sagen wir mal jetzt, Eheim Vivaline. Das wird dann eingerichtet, hingestellt. Also nicht mehr hier so eine komplette Ausstellung. Genau, wir haben dann keine komplette Ausstellung. Wir bauen jetzt schon ab die Ausstellung. Es wird praktisch für den Kunden noch ein Becken zum Anschauen geben. Und der Rest wird bestellt werden müssen. Ja. Weil das einfach wir haben kein Lager, wir haben jetzt momentan noch ein Lager von knapp 80 Quadratmetern. Das fällt im neuen Laden weg. Also wir werden im Endeffekt im Regal lagern und dementsprechend wird die Beckenausstellung etwas kleiner werden müssen. Ja. Aber Schaubecken werden wir wohl auch noch ein paar machen, ne? Das werden wir mit Sicherheit machen, die werden nach wie vor bleiben. Wie gesagt, wir haben ja jetzt hier auch mehrere Schaubecken stehen. Ja. Die wir weiter betreiben werden. Wir werden also auch ein paar Sachen abgeben, falls sich dafür jemand interessiert. Wir werden zum Beispiel den Würfel hier abgeben. Mhm. Das ist ein alter ADA-Cube mit einem angefertigten Schrank. Also falls so jemand was sucht, kann er sich gerne bei mir melden. Ja, E-Mail-Adresse ist unten eingeblendet. Genau. Wir können, da hinten haben wir noch das Meterbecken. Das kann ich auch noch zeigen. Zum Beispiel das Meterbecken da hinten noch stehen, da das ein Prototyp war und wir den nicht mehr bauen in der Form,
wird der auch auslaufen. Wir werden also in Zukunft im Laden nur noch Artikel haben, die auch wirklich verkaufsfähig sind, die wir auch nachbestellen können. Ich werde also keine historischen Gegenstände mehr mit übernehmen. Sehr gut. Ja, da wird einiges rausfliegen. Wir haben im Eheim-Regal noch einige Sachen stehen, die sich von uns verabschieden werden. Also da fliegt noch einiges raus. Wie gesagt, Thomas wird einiges an Sachen hier auch reduziert abgeben. Genau. Also wenn jemand irgendwie Interesse hat, an die E-Mail-Adresse unten einfach mal schreiben. Vielleicht ist ja für euch was dabei. Genau. Wir können auch, also das war jetzt so geplant, wenn wir hier rausgehen, dass wir noch so eine Art Bazar machen für die Sachen, die wir einfach nicht mitnehmen können oder nicht mitnehmen wollen. Mhm. Wir haben noch einiges im Lager stehen, was vielleicht den einen oder anderen noch begeistert. Okay. Da kann man dann mit Sicherheit auch drüber reden, über die Preise. Ja. Von der Anlage hast du ja gemeint, nimmst du auch nicht alles mit, ne? Anlagenmäßig, wenn wir die normale Anlage, die ihr jetzt praktisch hier um uns rum seht, die werden wir in der Form zwar übernehmen, die muss allerdings ein kleines bisschen schrumpfen, weil wir die Raumhöhe nicht mehr haben, wie wir sie hier haben. Wir müssen also zwangsweise niedriger werden. Da werden dann also auch Becken frei, falls jemand was Günstiges sucht. Was wahrscheinlich auch sterben wird, zwangsweise, sind die drei großen Becken hier. Also falls jemand was richtig Großes sucht, 1000 Liter, 2000 Liter, die stehen theoretisch auch zur Disposition. Wie gesagt, unten E-Mail-Adresse melden. Genau, einfach melden, wer Interesse hat. Was wir auch abgeben für die Seewasser-Aquarianer, wir haben also ungefähr aktuell noch eine gute halbe Tonne Steine, also Lebendgestein, was zum Beispiel hier in einem Container jetzt im Moment schon steht. Das ist teilweise indonesisches Gestein. Das werden wir also auch zu vergünstigten Preisen abgeben, weil wir einfach die Menge nicht mehr unterbringen. Okay. Also die Anlage wird in der Form dann kleiner werden. Falls da jemand Bedarf hat, einfach sich mit mir in Verbindung setzen. Genau. Lässt sich was machen. Ja, wie gesagt, ich würde einfach sagen, wenn ihr von euch was braucht, schreibt eine E-Mail. Einfach schreien. Ja, und wir fahren jetzt einfach mal rüber in den neuen Laden, oder? Wir fahren mal rüber. Und zeigen euch mal, wie es da aussieht. Ich zeig dir mal die Katakombe. Ja, ich bin gespannt. Die ist noch unrenoviert. Kein Ding. Deswegen sind wir auch hier noch nicht so schnell draußen. Also wir werden noch eine Zeit lang hier sein. Wir wollen aber bis Ende des Jahres dann die Räumlichkeiten wechseln. Also es wird ein nahtloser Übergang, es wird also nicht geschlossen sein. Das Einzige, was passieren kann, dass es eine Zeit lang keine Fische gibt, weil wir die Anlage nicht voll transportieren können. Ja. Also wir müssen die Anlage hier abbauen, müssen die Anlage umbauen und drüben wieder aufbauen. Und dann muss die wieder einlaufen, da geht kein Weg dran vorbei. Aber ist halt so. Das hat so ein Umzug halt leider an sich. Wie gesagt, die Hardware, sprich das Verbrauchsmaterial, das wird in einem Wochenende umgezogen. Das haben wir schon so geplant soweit. Ja. Wenn die Räume drüben fertig sind, kommt alles rüber. Dann wird hier im Endeffekt die Anlage abgebaut, aber dann findet der Verkauf schon in den neuen Räumen statt. Ja. Wie gesagt, da werden wir bestimmt auch noch das ein oder andere Video machen vom Umzug. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wird noch ein bisschen gehobelt, ja. Fallen auch mit Sicherheit einige Späne. Und ja, wir können ja vielleicht dann noch mal ganz zum Ende hin mal reinstellen oder mal ein Video machen, was noch weggehen kann. Ja. Oder auch während dem Abbau, dass wir sagen, okay, wir haben das und das, was wir aussortieren. Also da wird noch einiges, was nicht mehr gebraucht wird dann. Ja, ich würde sagen, wir fahren rüber, oder? Wir fahren mal rüber. Los geht's. Komm doch einfach mal rein. Sehr gut, dann. Dein Hund ist schon reingekommen. Ja, wie immer. Der ist schon da. Dann gib uns noch mal eine Roomtour in den neuen Räumlichkeiten. Oh, es schallt hier ordentlich drin. Ich hoffe, das ist vom Ton okay so für euch. Wir haben hier eine super gute Akustik. Noch. Noch, ja. Wie gesagt, ist alles noch Rohbau. Ihr seid alle jetzt ein bisschen früh eingeladen. Ja, aber wir wollen euch ja von vorne hinein dabei haben. Genau. Also wir werden von vorne den Aufbau komplett machen. Wir werden jetzt erstmal komplett renovieren. Im Prinzip haben wir hier jetzt auf der oberen Etage 135 Quadratmeter. Wie viel hast du vorher? Vorher waren es 340.
Okay. Wir haben unterm Strich dann knapp 100 Quadratmeter weniger. Wir haben also praktisch das komplette Untergeschoss noch. Mhm. Zeige ich dir später. Der Laden war vorher mal eine Wäscherei gewesen. Da war ein Computergeschäft drin. Ich kenne den Laden jetzt schon lange. Habe mir schon immer gedacht, okay, da wäre was für mich, weil er eigentlich sehr zentral liegt. Ist fußläufig für mich ganz gut erreichbar. Ja. Und ich bin dann irgendwann hierher gekommen, habe halt mal gesagt, okay, wird mich interessieren. Ihr werdet sehen, wenn wir uns jetzt so ein bisschen hier im Raum umgucken, es muss noch ein bisschen was passieren. Ja, das ist klar. Es ist also einfach Altbestand, wurde auch lange Zeit nichts gemacht. Und wie gesagt, die Leute, die was gemacht haben, haben das halt, naja, nicht sehr professionell ausgeführt. Es wurde zum Beispiel der Durchgang zu einem Nebenraum jetzt praktisch ausgeschnitten. Den werden wir wieder zumachen. Also zumindest. Also das hier wird sozusagen dann wieder zugemacht, oder wie? Nein, der wird zumindest so zugemacht, dass es nach einem Durchgang aussieht und nicht, als wenn einer mit dem Laster gegen die Wand gefahren wird. Okay. Also wir werden das Ganze verkleiden, wir werden das gerade machen, werden die Löcher im Boden wieder schließen. Das wird voraussichtlich ein kleiner Teil Lager werden, dass wir einfach schwere Sachen nicht in den Keller tragen müssen. Also ich habe keine Lust, Kiessäcke in den Keller zu schleifen. Die werden dann praktisch im hinteren Teil voraussichtlicherweise gelagert. Das werden wir aber noch abtrennen. Und der Rest wird normaler Verkaufsraum. Okay. Wie gesagt, wir planen also vom Prinzip her jetzt die komplette Regalierung. Die passt jetzt, wie sie bei uns im Laden steht, hier in den Raum ohne Probleme. Also den Platz haben wir denselben in etwa. Wenn du jetzt nach hinten guckst, du hast dann hinten einen Kellerabgang. Mhm. Du hast geradeaus durch eine Toilette. Mhm. Wir haben seitlich noch einen Besprechungsraum mit also Küche und allem drum und dran. So, gehen wir mal dahin, oder? Das ist nichts für die ganz Breiten. Das sind die heiligen Hallen. Geht das jetzt Büro wahrscheinlich in, oder? Ja, das gibt Büro und Kaffeeküche. Muss halt ein bisschen was gemacht werden. Ist schon lange nichts mehr gemacht worden. Wir werden alles komplett neu tapezieren, komplett neu streichen müssen. Bisschen Arbeit. Dafür ist die Tür feuersicher vom Büro, also sehr gut. Abbrennen wird sie ja nicht. Toilette haben wir hinten dran. Das ist auch ganz gut. Ja, Wasser am Schluss direkt. Das ist nichts Sehenswertes. Ja. Aber das kriegen wir auch noch in den Griff. Das kommt so nach und nach. Wie gesagt, da muss noch ein bisschen was passieren. Wenn ich so an die Decke gucke, die Lampe, da muss auch ein bisschen was passieren. Ja, deswegen hat Nico nämlich das Licht da hinten. Genau. So, und dann ist wahrscheinlich die Frage. Würde ich sagen, wir gehen mal in die Katakomben. Genau. Das also dann später die Aquarienanlage an. Genau, und dann kommt die Aquarienanlage rein. Gott sei Dank müssen wir nicht hier runter. Also wir müssen hier nur runterlaufen. Wir müssen hier aber nicht die Sachen runterbringen. Dazu haben wir noch einen extra Eingang. Sonst wäre es etwas mühselig. Tja. Das ist die Untergeschosssituation momentan. Wir haben hier einen Raum, den wir wahrscheinlich nicht zugänglich machen werden. Der wird Lager werden. Der wird wahrscheinlich hier abgemauert. Mhm. Und wir gehen dann hinter dir durch die Wand. Da müssen wir dann praktisch noch ein Loch machen. Hier? Ja. Da gibt es ein Loch, da geht es dann rüber in den anderen Keller. Der Keller hier wird wahrscheinlich für Wasseraufbereitung, Filterung, Lagerraum und so weiter benutzt. Und wir gehen dann vom Prinzip dann mal rüber. Da geht es noch weiter. Das ist halt echt riesig hier unten. Da muss ich aber erst Licht machen. Ja, das ist schon relativ groß. Das ist dieselbe Fläche im Endeffekt, wie wir sie oben haben, nochmal zusammenhängend als Kellerraum. Das ist krass, das ist groß. Ja. Und hier kommt dann die Fischanlage hin, oder wie? Hier kommt umlaufend komplett die Fischanlage. Deswegen, wir hatten uns erst überlegt, den Eingang hier reinzumachen, über den. Da hätten wir aber viel Platz verloren. Wenn wir da drüben die Wand rausbrechen, kommen wir hier vom Prinzip her praktisch rein, ohne dass wir Wandfläche verlieren. Das ist cool. Weil den Eingangsbereich können wir hier nicht ändern. Wie gesagt, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, das wollen wir hier noch verbauen wahrscheinlich. Also es wird im Raum
entweder die Pflanzenanlage in die Mitte kommen, dass also da keiner dagegen rennen kann. Das macht Sinn, wenn man dann da vielleicht Lampen runterhängt oder sowas. Genau, da wenn man noch irgendwie, das müssen wir aber nochmal genau auf den Plan gucken. Wie gesagt, wenn, kommt dann die Seewasseranlage auf die Seite und das Süßwasser wird weiter umlaufend hier rein. Ja, cool. Wir bringen also fast die komplette Anlage, wie wir sie in Stockstedt haben, hier runter. Abgesehen von den ganz großen Becken, weil wir die einfach durch die Zugangssituation hier nicht runterbringen. Ja. Also ich habe 400 Kilo Becken, die wir einfach hier nicht runterschleifen wollen. Dementsprechend werden wir die veräußern. Hier gibt es was Neues dann. Ja, sehr cool. Ja. Dann gehen wir nochmal kurz hoch, oder? Genau. Ja. Ja, das wären jetzt die neuen Pfisterer Aquatec-Räumlichkeiten, ne? Das werden sie werden. Wir haben am Mittwoch eine abschließende Besprechung, was hier jetzt noch geändert wird. Hier werden wahrscheinlich noch die komplette Außenverglasung. Das wird nächstes Jahr dann, das kriegen wir dank Corona dieses Jahr nicht mehr gebacken. Da wird sich dann noch ein bisschen was ändern. Das werden wir im laufenden Betrieb machen müssen. Da geht kein Weg dran vorbei. Hier muss noch einiges gemacht werden. Wir werden also die komplette Beleuchtung noch gegen LED austauschen. Ja. Dann werde ich dir noch ein bisschen Arbeit machen. Ein paar Schaubecken. Du kriegst dann noch ein paar Schaubecken hier. Okay, also gibt es wieder Content natürlich auch für euch. Da müssen wir dann noch ein bisschen basteln. Wie gesagt, ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wenn euch irgendwas vielleicht jetzt aufgefallen ist, was ihr vielleicht hier so ganz cool finden würdet oder sowas. Genau. Wir sind Thomas noch, ist da auf jeden Fall für alles offen. Noch sind wir überhaupt nicht festgelegt. Wie gesagt, schon viele Sachen im Kopf, aber noch nicht fix. Wir müssen halt jetzt gucken. Ja, und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich den ganzen Übergangsprozess mit dabei sein. Wir werden ja schon immer ein bisschen was filmen. Genau. Ich werde natürlich nicht oft dabei sein können, aber Nico wird vielleicht was filmen. Ja. Wir werden dann daraus was schneiden. Ja, oder ab und zu mal ein paar Fotos schießen oder so, die kann man auch mal posten. Genau, auf Instagram bei Thomas. Wir können auch mal bei den ganz tollen Sachen die Gestelle runtertragen, die Kamera laufen lassen. Das genau. Ist sehr witzig. Oder Becken abbauen. Ja. Es wird, wie gesagt, auch bei der Baugeschichte dann einiges übrig bleiben. Da kann man euch dann auch nochmal informieren, was da übrig bleibt. Vielleicht interessiert sich ja der eine oder andere genau. Für ein größeres Becken als Zuchtanlage oder irgend so. Da wird noch ein bisschen was übrig bleiben. Ja. Ja, dann gucken wir. Genau. Da wird vielleicht noch der eine oder andere Fisch übrig bleiben. Ja, wie gesagt, da werden wir schon auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, dann gucken wir, wie es weitergeht. Wie sind wir? Seid ihr bestens informiert? Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal. Drückt auf die Glocke, schaut mal auf Thomas vorbei. Ja. Schaut auf der E-Mail-Adresse unten vorbei auf jeden Fall, falls ihr irgendwas braucht. Und ja. Schaut dann in Zukunft auf jeden Fall mal bei Google vorbei. Genau, die neue Adresse. Damit ihr seht, wo die neue Adresse ist und wo geöffnet ist. Es kann nämlich sein, dass wir innerhalb von der Woche dann einfach in Stockstadt weg sind. Ja. Und dann schon hier sind, wenn die Räume hier fertig sind, also wenn der obere Bereich hier renoviert ist, werden wir in Stockstadt schon ausräumen, wird dann schon die Hardware vom Prinzip her hier verkauft werden. Und da gebe ich dir auch über meine Reichweite dann den Laden. Kann man die Informationen übergeben, das ist kein Problem. Und dann werden wir in Stockstadt noch einen Abverkauf machen von den Sachen, die halt übrig sind. Ja. Was im Lager die Fundstücke, wenn wir so Scheunenfund oder so mäßig, da werden wir dann gucken, dass wir das noch anbieten. Und dann sind wir irgendwann komplett hier. Gut. Tja. Also, dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Jo, danke dir. Ciao, ciao.